Im Internetzeitalter wird es aufgrund der zunehmenden Geschwindigkeit, Globalität und Anonymität auch zusehends schwerer, den Überblick im Nachrichtendschungel zu behalten. Zumal immer schwieriger zu entscheiden ist, was ist Fakt und was ist Fake. Aber was genau sind Fake News eigentlich und warum werden sie überhaupt in Umlauf gebracht? Fakes, also wörtlich übersetzt Fälschungen, verbreiten sich durch reißerische Schlagzeilen und fiktive Behauptungen. Propaganda, Unwahrheiten sowie Verschwörungstheorien sind also auf den ersten Blick kaum erkennbar. Aber warum werden Fake News eigentlich in die Welt gesetzt? Wenn Fake News geliked, angeklickt oder weitergeleitet werden, wird Geld verdient. Denn Emotionen und reißerische Meldungen klicken gut. Mitunter werden dadurch auch Computerviren eingeschleust, mit deren Hilfe persönliche Daten ausgespäht und missbraucht werden können. Oft werden Fake News auch zur politischen Hetze und Manipulation eingesetzt. Zwar besteht in Deutschland Meinungsfreiheit und staatliche Zensur ist verboten, aber Tatsachen müssen stimmen. Hass ist keine Meinung und Hetze verboten. Denn das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Ein Blogger des Rhein-Neckar-Blogs zum Beispiel erfand ein Blutbad apokalyptischen Ausmaßes und wurde hierfür vom Amtsgericht Mannheim zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Begründung: Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten nach § 126 StGB. All dies sind Gründe, warum der Umgang mit Fake News nicht so leicht ist. Als Kursleitende könnten Sie für Klarheit und einen sensibilisierten Umgang sorgen. Mit der Modulbox Politische Medienbildung für Jugendliche auf Hate Speech und Fake News reagieren. Samt der Kurzpräsentation 6x45 verschaffen Sie der jungen Generation künftig den Durchblick. Interesse? Dann werfen Sie gleich einen Blick in die Modulbox